Gut, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Es hat heute nur eine ewige Verzögerung. Ich habe mich jetzt gerade dann selber gehört. Aber sonst ging das ja immer recht flotter von sich. Also gut, dann fangen wir an. Es wird heute nämlich eine kurze Sendung. Ja, das ist jetzt leider. Ich habe es eben gerade auch wieder mitgekriegt. Die Verzögerung ist extrem heute. Also ganz einfach, ein bisschen technische Probleme hier, aber jetzt sollte der Stream bzw. das Live-Video jetzt funktionieren. Es wird auch heute nicht besonders lang werden, denn der Hexensabbat, da will ich jetzt heute im DAX keine neuen Positionen eingehen. Was auffällig ist vielleicht, ist eben, dass hier diese 9850er Marke eben auf Tagesschlussbasis gestern verteidigt worden ist, heute hier runtergelaufen ist und es eben hier bislang eine bullische Tageskerze sich hier formiert. Aber wir haben ja erst eine gute Stunde Handelszeit hinter uns. Kurz noch ein Rückblick. Wie gesagt, die Zahlen waren für ein Ausbruch auf Stunde bzw. eben auf Tagesbasis. Dieses Signal kam nicht, auch eben nicht in der Stunde. Jedes Mal davon abgeprallt. Der Gap Close fand dann statt, allerdings rutschte dann der Index dann doch noch ein Stück tiefer. Auch hier wurde noch kein Trade eingegangen bzw. so kommuniziert. Anfang der Woche wurde ein bisschen so spekuliert, eben ja, in der 10.000-Punkte-Marke wird vielleicht die Abrechnung stattfinden. Aktuell stehen wir 80 Punkte tiefer. Ja, vielleicht liegen da ein paar Optionen oben, ein Überhang oben, sodass eben es knapp unter der Marke vielleicht stattfindet. Würde sich auch charttechnisch hier so ergeben, so 9.975 liegt hier eine Widerstandslinie. Das wäre es erstmal zum DAX. Zum Dow hat er jetzt hier gestern so über diese Marke ausgebrochen. Ist auch hier nur grau gewesen. Also wenn es hier eine Umkehrkerze gegeben hätte, wäre ich short gegangen. Gab es ja dann keine Umkehrkerze. Das, was gestern im DAX passiert ist, der Abverkauf, fand in dem Maße eben im Dow Jones nicht statt, sondern im Prinzip das Gegenteil. Konnte auf ein nachhaltig neues Verlaufshoch ansteigen. Hier ist jetzt eben der Blick wichtig auf den S&P 500 Index. Hier ist eben diese Gap-Kante bzw. das Gap komplett geschlossen worden. Aber auch hier wird ein Muster sich, könnte sich eben nach oben weiter ausdehnen. Und vielleicht nochmals, ich habe hier doch noch einen anderen Chart, ist der hier da, genau. Hier in den Abwärtstrendkanal, die Oberkante könnte er eben noch berühren. Und dann würden wir in der nächsten Woche eben die 2075, 78 dann bekommen. Sollten wirklich die Marktteilnehmer das schaffen oder die Bullen es schaffen, den Index wirklich da hoch zu treiben. Ein direkter Ausbruch, das wäre wirklich eine extreme Überraschung. Sehe ich natürlich, als wäre es eben eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, nicht. Ja. Also maximal dann 2080, 85 rum und dann vielleicht hier so eine Art Fake-Ausbruch. Aber dafür ist eben dann die nächste Woche zuständig. Diese Woche werde ich, ich muss nachher auch noch Analysen schreiben am Abend. Also sollte hier der Index nochmal rund 100 Punkte ansteigen. Oder hier im S&P 500 Index. Sind es mehr als auf
circa 2060 ansteigen. Dann würde ich auch noch zum Wochenende hin eine Short-Position aufnehmen, aber die ist wirklich sehr spekulativ. So, dann eben angekündigt, dass es kurz wird. Jetzt gehen wir hier schnell zu den Forex-Setups. Australische Dollar wurde gestern verkauft, konnte heute nochmal hoch erreichen. Vom Beginn bis hier waren es jetzt ja exakt, fast exakt 400, ja richtig gerechnet, 400 Pips. Wir haben hier nicht ganz die, aber gut, durch den Verkauf waren es dann im Prinzip auch 400 Pips. Hier das Muster würde jetzt hier schon einen deutlicheren Rücklauf. Aktuell wird man das Muster einordnen für einen größeren Rücklauf aktuell. Silber, ja, nochmal bis 16, 15 angestiegen. Entweder wird es jetzt bei 16 oder knapp höher noch verkauft. Also hier sind auch deutlich Gewinne angelaufen, kaum im Minus gewesen. Ja, wunderschön und nehme ich jetzt nicht mit ins Wochenende mit. Palladium hat den Kurs erreicht, leider eben ohne einen Einstieg. Fresenius ist ein neues Setup. Da spekuliert man auf einen Rücklauf bis an die 60-Euro-Marke. Wenn das natürlich sich der Basiswert sich hier sehr bullisch verhält, bleibt er hier in dem Aufwärtstrend, dann kommen wir nicht zum Zuge. Aber da ich eher auch mit fallenden Kursen vielleicht ja nicht, ja, der DAX hat eigentlich eher schon noch die Optionen zu steigen. Das ist auch ein defensiver Wert, deswegen muss der nicht unbedingt dann groß fallen, wenn der DAX fällt oder könnte eben auch dann sehr gut nach oben ausbrechen. Mir hat hier das Chartbild sehr gut gefallen. Evotec, er macht jetzt hier den Rücksetzer. Mal schauen, ob er dann jetzt eben unter die 3,10 deutlich fällt. Dann wird hier die volle Positionsgröße gekauft. Eine, was haben wir noch? Hier haben wir noch die Twitter. Wie auch gestern geschrieben, ist wirklich sehr, sehr spekulativ. Aber wer nicht wagt, der dann auch nicht gewinnt. Und hier ist wirklich der Stopp, ist ja auch relativ eng. Ist ein Dollar, ist hier nur ein Risiko. Man darf natürlich, ja, sollte natürlich kein Gap passieren, dann kriegt man natürlich ein größeres Minus aufs Depot, aber so könnte sich hier schon eine kleine Bodenbildung, könnte hier eben stattgefunden haben. Zum Morphos ist noch zum letzten Wert, kann heute wieder gut ansteigen. Auch im Tageschart hat hier jetzt dann die Unterkante des Rainbows gehalten und sollte ja sukzessive hier nach oben ansteigen. Das war's, danke fürs Zuhören und Entschuldigung für die Probleme, aber sonst startet normalerweise der Procaster bzw. der Stream recht flott. Heute gab es mindestens 10 bis 15 Sekunden Verzögerung.